Herzlich willkommen, Karen, Susan und Elena, zu unserem heutigen kurzen Interview zu den CAT-Trainings oder CAT-Trainings. Könntet ihr vielleicht kurz was zu dem Konzept erläutern, um was es da eigentlich geht? Da kann ich gerne mal anfangen. Also, das heißt tatsächlich CAT-Training. Das ist eine Abkürzung für Civic Action and Transformation. Und ja, und CAT ist halt einfach ganz gutes Symbol, so eine Katze, die auf Samtfüßen kommt und ganz viel verändern kann. Und ja, vom Hintergrund her ist es einfach ein Trainingskonzept, eine Methode, die ich gemeinsam mit meinem Kollegen Karl-Heinz Bittel mit Nachnamen entwickelt habe. Schon 2012, denke ich, waren die ersten Basistrainings und die dann weiterentwickelt wurden aus der Arbeit mit AktivistInnen und NGO-MitarbeiterInnen aus der ganzen Welt heraus, so, wo es halt darum geht, wie können wir sozialen Wandel gestalten, wie können wir erfolgreiche soziale Bewegungen bilden und begleiten und auch aufrechterhalten, wenn denn der Erfolg gekommen ist. Ja, und als jetzt die Corona-Zeit kam und dieser Lockdown begonnen hatte, hat es uns so sehr stark umgetrieben, weil, wie man das halt ja auch jetzt wieder sehen kann, ganz viele extremistische Menschen versuchen wollen, aus so einer Krise Profit zu schlagen. Und ja, irgendwie wollten wir ein Stück weit aus der Ohnmacht kommen. Und dafür haben wir dann ein paar Grundkonzepte aus dem CAT-Training, das so real stattgefunden hat, genommen und die ganz weit runtergebrochen, sodass es halt so online kompatibel ist und das jeweils so in zweistündigen Häppchen dargereicht werden kann. Genau, vielleicht so viel dazu erstmal. Ja, danke. Du hattest das irgendwie schon irgendwie gesagt, dass einfach viele Sachen runtergebrochen werden mussten. Was sind denn Inhalte und auch Methoden, die ihr in den Trainings vermittelt? Ja, von den Inhalten her ist es so vor allen Dingen erstmal so das Biografische, also Biografiearbeit. Das ist eine ganz wichtige Methode, die wir halt auch in der Arbeit direkt mit Aktivistinnen in den Trainings halt ganz viel einsetzen, wo es erstmal darum geht, ja, was in meinem Leben hat mich da eigentlich so jetzt gesellschaftlich geprägt und was habe ich da draus halt auch wieder für eine Rückwirkung halt entwickelt, ne? Also, wie bin ich damit umgegangen? Und das haben wir ein Stück in die virtuelle Version übernommen, diese Biografiearbeit, weil es auch darum geht, was habe ich denn eigentlich für Krisenerfahrung, wie bin ich da, also was habe ich da für Ressourcen entwickelt und wie haben mich die halt auch geprägt. Das war auch ganz, ganz, ganz wichtig als Thema jetzt in den CAT-virtuellen Gruppen, dass ganz alte Krisenerfahrungen angetriggert wurden, also die mit Isolation zu tun haben, die mit Abgeschnittenheit, mit Depression zu tun haben und ja, dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein und ja, nicht das Übliche zu tun, was uns sonst auch Kraft geben kann. Und da haben wir halt vor allen Dingen hingeschaut. Also sowohl auf diese eher Seiten, die uns Kraft nehmen, als halt auch die, die uns in solchen Krisen schon Kraft gegeben haben. Genau, das wäre so das eine. Dann haben wir gearbeitet mit den Werten, die wir so verletzt sind. Also wir haben so in unserem Ansatz, in dem ATCC-Ansatz, 10 Werte, die so aus den Menschenrechten gespeist sind, aber auch aus unserer Verfassung, dass wir geschaut haben, welche Werte sehen wir denn jetzt bedroht in dieser Lockdown-Situation und was haben wir denn für Visionen, wenn das denn dieser Lockdown und diese Besinnung ein Stück weit und das Innehalten dazu beitragen würde, dass wir diese Werte mehr verwirklichen können in unserer Gesellschaft. Und da haben wir methodisch auch ganz vielfältig gearbeitet. Also es gab Lieder, es gab Gedichte, Haikus, die entstanden sind. Genau, dann haben wir noch das Machtraummodell eingeführt. Da geht es halt darum, welche konstruktiven und welche destruktiven Ebenen von Macht können wir halt nutzen. Und dann anhand dessen geschaut, in welchen Rollen bin ich denn eigentlich mächtig im konstruktiven Sinn und kann meine Umwelt und das Feld, in dem ich da so bin, gestalten. Also welche Rollen haben wir da so? Und was ist da für uns so der Hebel der Veränderung? Also was liegt da so in unserer Hand und was ist jenseits dessen, was wir halt irgendwie beeinflussen können? Und das basiert halt zum Beispiel auch auf den Konzepten von der Hildegard Gosmeier beispielsweise, ne? Das instabile Dreieck.
Ressourcenarbeit, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Jetzt nicht nur in der Biografiearbeit, sondern mal als einzelner Punkt darum, wo es so ging, ja, was sind denn meine Ziele und wie will ich die verwirklichen? Was kann ich dafür nutzen und in Anspruch nehmen? Und aber das kommt halt eher mehr nochmal so aus der Traumaarbeit und denke ich, ist halt aber auch für die Friedensarbeit ganz wichtig, halt immer wieder zu schauen, wo sind denn halt auch meine Grenzen und wen kann ich denn mit einbeziehen? Und dann haben wir noch als Extramodul, quasi wenn eigentlich das CAT-Training an sich vorbei ist, gibt es nochmal eine Möglichkeit, in der Bezugsgruppe sich wieder zu treffen und sich da nochmal eine kollegiale Unterstützung zu holen. Da haben wir einfach so nochmal einen Ablauf wie für eine kollegiale Beratung. Was für mich noch wichtig war, irgendwie zu sagen, ist, dass es in dem CAT-Training darum geht, dass sozusagen jede Person diese Methoden für sich alleine macht eigentlich, also zu Hause und da eigentlich selbst in so einen Prozess geht und das CAT-Training praktisch, also diese virtuellen Treffen eigentlich vor allem um so einen Austausch und um eine Rückmeldung und so einen, einen Resonanzraum schafft, in dem sich dann eigentlich über das Erkannte und Entdeckte so ausgetauscht wird. Was total wertvoll war und ist. Also ich kann auch noch dazu ergänzen, dass das für mich ganz, ganz bereichernd war, zu erfahren, wie das jetzt, das war ja zu dem Zeitpunkt noch neu, plötzlich so viel online zu machen. Vorher war ja eher, waren ja eher so Präsenzseminare und Workshops angesagt. Und ich habe gemerkt, dass das sehr schön, dieser Wechsel zwischen ich mache was für mich, das waren ja oft auch ganz kreative Methoden, wo wir was aufgemalt haben oder uns was gezeichnet und was reingeschrieben haben oder eben, wie Karin schon sagt, ein Gedicht geschrieben haben oder sowas. Dieser Wechsel zwischen ich kann für mich kreativ sein und kann das dann irgendwie auch anderen zeigen, wenn ich möchte und irgendwie auch sehen, was bei anderen so in so einem kreativen Prozess entstanden ist. Das fand ich irgendwie ganz, es war für mich nochmal eine neue Erfahrung und fand ich irgendwie auch sehr bereichernd. Das klingt spannend. Ihr hattet jetzt auch so ein bisschen von diesem, von dieser Lerngruppe, von dieser Bezugsgruppe irgendwie gesprochen. Was machen die? Also bestehen die weiter? Gibt es da Zusammenarbeit auch nach so einem Training? Also ich habe davon gehört, dass es auf jeden Fall hier eine Berliner Bezugsgruppe gibt, die sich nach wie vor regelmäßig trifft und austauscht und sich halt unterstützt bei den individuellen und auch gemeinsamen Anliegen. Das, denke ich, ist ganz unterschiedlich. Ne? Wir hatten ja vor allen Dingen so eine Pilotgruppe, mit denen sind wir durch die Ausbildungsgruppen weiter im Austausch. Also ich kann dazu sagen, dass die Gruppe, an der ich teilgenommen habe und die ich gegeben habe, immer noch im Austausch steht. Also wir teilen uns viel über sozusagen den Prozess unserer erarbeiteten Ziele oder so aus, auch per E-Mail. Manchmal gibt es dann so einzelne Leute, die so Erfolge feiern wollen und einfach das so ein bisschen in die Gruppe streuen und das ist irgendwie total schön und wir haben auch jetzt im Oktober dann unser Anschlusstreffen. Also es gibt auf jeden Fall einen Austausch und es ist wie eine wirklich eine Bezugsgruppe, also wir beziehen uns weiterhin aufeinander in den Prozessen, die so angestoßen wurden. Also bei uns war es so, dass ich zwei Leute schon kannte aus der Gruppe durch die Ausbildung, durch die Konfliktberatungsausbildung. Und die anderen kannte ich aber alle nicht. Also wir haben uns kennengelernt neu und waren ja über diesen Zeitraum von den paar Wochen, in denen das stattgefunden hat, auch so miteinander verbunden und hatten dann nochmal etwas später so eine Art Nachtreffen online auch und hatten das dann offen gelassen, ob wir wenn wir so, jemand von uns sozusagen Bedarf hat und vielleicht nochmal so eine kollegiale Beratung machen möchte oder sich da austauschen möchte, dass wir das dann nochmal machen. Was ich gerade noch wichtig finde, ist zu sagen, dass der Kontakt gerade durch dieses virtuelle Format halt international bestehen kann. Also wir hatten viele oder einige in den Gruppen, die irgendwie im Ausland leben oder nicht in Deutschland leben. Und das ist eben toll, dass wir auch so weiterhin sozusagen Kontakt über die Grenzen hinaus sozusagen halten können. Ja, du hattest jetzt ja irgendwie von Prozessen gesprochen, die irgendwie angestoßen werden. Und eigentlich geht es ja auch so um Transformation. Kannst du noch ein bisschen konkreter werden? Also ich kann jetzt von mir sprechen. Bei mir wurden halt total viele Prozesse angestoßen, die sozusagen das Verstehen meiner Rolle in politischen oder in den mich betreffenden politischen Strukturen irgendwie
so betreffen. Also ich habe verstanden oder besser verstanden, in welche Rollen ich eigentlich politisch in Verantwortung gehen kann und will. Und ja, was ich da auch für Netzwerke brauche, wo ich, genau, also wie Karin auch schon meinte, Ressourcen habe, wo ich eben in einen Dialog treten muss, um praktisch Dinge zu, ja, Dinge zu schaffen, die ich mir so zum Ziel gesetzt habe. Und der Prozess ist eben auch beim CUT, dass es halt ein Ziel, also jeder individuell für sich Ziele formulieren, die er oder sie eben dann erreichen möchte oder genau, da eben in Verantwortung gehen will. Und ja, und diese Prozesse, die gehen weiter bei mir. Also es ist gerade dieses Verstehen der Rollen und gerade dieses Verstehen meiner Grenzen auch, wo kann ich in Verantwortung gehen, wo kann ich es auch nicht, das begleitet mich auch jetzt in meinem sozusagen aktiven politischen Handeln real sozusagen im Alltag. Und ja, das ist so ein ganz wesentlicher Prozess für mich gewesen, der so angestoßen wurde, eigentlich das Verstehen meiner Rollen. Ja, ich könnte auch noch was dazu sagen, also was halt auch, was ich von anderen gehört habe und was bei mir so, so eine kleine Transformation gewesen ist, also mir hat das auch nochmal ganz viel Kraft und auch Unterstützung gegeben, weil viele aus meiner Bezugsgruppe mich da nochmal ermutigt haben. Also einer dieser Hebel der Veränderungen war unter anderem halt die Scham, also die ich selbst empfunden habe in meinem Aktivistensein, aber die mir halt auch immer wieder begegnet, wenn ich mit Aktivistengruppen halt so arbeite, über das scheinbare individuelle Versagen. So, ne? Also ich nenne es jetzt mal scheinbar, weil die Strukturen ja so dominant sind. Und aus dem heraus habe ich jetzt noch mit einem Kollegen ja, so eine Gruppe entwickelt, also ein Gruppenangebot, wo es halt so darum geht, so eine Empowerment-Gruppe von Menschen, die halt als Aktivistin halt tätig sind oder gewesen sind, Ausschlusserfahrungen gehabt haben oder ja in irgendeiner Art und Weise überwältigende Situationen erlebt haben. Also das war sowas. Und andere TeilnehmerInnen aus unserer Gruppe, die planen zum Beispiel, oder das ist auch schon, hat auch schon teilweise stattgefunden, die haben an Unis dazu jetzt auch schon CUT-Gruppen gegeben. Die haben jetzt eine Sommerschule in Griechenland geplant. Und dann, was haben wir noch so, also auch in Wohlfahrtsverbänden bieten die das an als Online-Tool jetzt sozusagen. Es gibt so eine Art, was auch angestoßen wurde, wo es so darum geht, wie die Arbeit in Gefängnissen verbessert werden kann oder die Bedingungen halt eher. Aber halt auch sowas wie Erfahrungen, die wieder hochgekommen sind in diesem Bereich Kinderkur und Übergriffe, die da passiert sind. Also es sind, denke ich, einige Sachen angestoßen worden, die ganz ja, zentrale Themen auch mit in unserer Gesellschaft so sind. Ja, ich dachte gerade, da sind wir eigentlich schon so ein Stück weit bei deiner anderen Frage, Christian, für wen ist denn überhaupt so ein Kurs so geeignet? So, ne? Also vom Grundtenor oder von der Grundüberlegung her hatten Karl-Heinz und ich so überlegt, dass wir eigentlich das ganz niedrigschwellig halten wollen, dass es zugänglich für alle Menschen ist. Deswegen haben wir auch nochmal so diese Erklärblätter, wo halt nochmal die Hintergründe ein Stück weit beschrieben sind. Aber also, dass es halt aufgreifbar ist für eigentlich jeden Mensch so ein Stück weit so, ne? Also das heißt, für Schülerinnen und Schüler ab einem bestimmten Alter oder LehrerInnen, denke ich, genauso wie halt, was eigentlich unsere Hauptgruppe sozusagen im Hinterkopf war, sind Menschen, die ja sich gesellschaftlich einbringen wollen in einer Art und Weise und die halt jetzt, wenn das wieder möglich ist, halt auch lokal reale Bezugsgruppen zu bestimmten Themen bilden wollen. Ich kann vielleicht noch ergänzen dazu, dass Karin und ich auch und noch einige andere gerade dabei sind, das auch alles auf Englisch zu übersetzen, um das eben noch ein bisschen internationaler gestalten zu können oder eben auch zu öffnen für TeilnehmerInnen, die nicht Deutsch sprechen. Und die vielleicht auch nochmal ganz woanders sind, ne? Aber eben ja auch von der Krise betroffen sein können oder da vielleicht noch viel stärker auch drinstecken als wir gerade. Und also das ist sowas, was wir jetzt gerade noch auf dem Schirm haben und was demnächst dann auch online gehen soll. Und wollte auch noch zu vorhin ergänzen zu den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mit dem CUT-Training ist, dass ich das so
als sehr, sehr unterstützend erlebt habe, quasi meine eigene Vision von einem Vorhaben zu entwickeln. In meinem Fall hatte sich das so auch auf meine Beratungsarbeit bezogen, wie ich da irgendwie vorankomme, auch in so einer Krisensituation, wo erstmal so wenig möglich scheint, ne? Und mir sozusagen wirklich konkrete Schritte auch überlege, wie ich weitergehen kann und wie ich tätig werden kann und aber mir auch anschaue, welche Stolpersteine tauchen da auf oder können da auftauchen. Also was kann mich auch irgendwie davon abhalten, aktiv zu sein oder auch während des Prozesses oder während des Weges, den ich da dann gehe, was sind da so die Themen und Anlässe, die mich irgendwie wegbringen können davon. Und das fand ich irgendwie nochmal so eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es ja, wenn ich aktiv werden will, sozusagen nicht nur darum geht, mir eine große Vision zu überlegen und was auszumalen, was sein könnte, sondern das eben wirklich auch wieder herunterbrechen zu können auf was Konkretes, was Greifbares und gangbare Wege. Voll, also was ich irgendwie so höre, ist so dieser ganz stark dieser Punkt, ne? Menschen, die an so einem Training teilgenommen haben, werden irgendwie nochmal in ihrem politischen Aktivismus eben bestärkt oder wo auch immer sie, an welcher Baustelle sie gerade sind. Und aber auch gleichzeitig war so dieser Punkt, ne, als ehemalige Teilnehmerin entwickeln wir selber CUT-Trainings. Und das ist ja gerade in meinem Projekt, wo es ja irgendwie um so einen Transfer geht von ich nehme an einem Training teil und trage es dann aber auch in meine eigene Arbeit, total spannend. Was sind denn dann so Inhalte oder Sachen, die man eben dann auch mitnehmen kann in eigene Workshops, Weiterbildungsformate? Also ich denke, dass eigentlich alles, was Karin vielleicht auch schon am Anfang bei der Frage nach den Methoden erwähnt hat, ne? Also zum Beispiel das Machtraummodell, das ist was wir in ganz vielen Momenten und Zusammenkünften einsetzen können, wo wir immer drauf schauen können, wo bin ich gerade in der Ohnmacht, wo bin ich vielleicht manipulativ oder willkürlich oder wo entdecke ich das auch in der Gruppe, mit der ich zusammenarbeite, wo solche Prozesse passieren und wie kann ich unser Zusammensein oder unsere Arbeit so gestalten, dass wir da wieder rauskommen, dass wir eben miteinander in Dialog treten. Also da gibt es irgendwie sehr schöne, gar nicht allzu komplizierte Handreichungen oder, also wenn man das Training halt mitmacht, dann hat man es einmal gemacht und durch die Visualisierung, durch den kreativen Prozess, finde ich, bleibt da auch viel hängen und ich habe das auch jetzt noch so im Kopf, dieses Bild von der Hand, was wir in der einen Sitzung hatten, wo es eben, wie Karin vorhin auch schon gesagt hat, darum ging, was halte ich in der Hand, ne? Was kann ich irgendwie selber gestalten und auch verändern und wo muss ich aber auch anderen vertrauen, ne? Und wo muss ich vielleicht überhaupt erstmal anfangen, mit anderen über das zu reden, was mich bewegt. Ne? Und so gibt es da eigentlich, vielleicht fallen euch noch andere Sachen ein, Lena, vielleicht hast du noch was im Kopf, aber das, dieses Bild mit der Hand und dem Machtraum, das ist zum Beispiel was bei mir ganz stark hängen geblieben ist. Und was für mich aber auch total, also etwas ist, was ich mitnehmen kann, ist so der Prozess an sich. Also wie Karin das vorhin auch schon so angesprochen hatte, dass es eben wo bin ich von dem Problem betroffen? Ist das Problem eigentlich veränderbar? Und wenn ja, wie kann ich das verändern? Also eigentlich der Aufbau des Cut-Trainings zeigt so ein bisschen so einen Prozess. Danke. Mich würde es noch interessieren, was die nächsten Schritte sind. Also wie geht es weiter mit den CUT-Trainings? Susan hat es schon gesagt, dass ihr jetzt auch im Übersetzen seid. Also wahrscheinlich wird es dann auch Online-Angebote auch weiterhin geben. Und was ist vielleicht aber auch die Möglichkeit, auch an so einem Präsenztraining teilzunehmen? Wie Suse schon gesagt hatte, also das eine ist halt das englische CUT virtuell, das angeboten werden wird ab September. Parallel dazu ist Susanne mit Ines gerade damit beschäftigt, CUT nochmal zuzuschneiden auf ja, Krisen jeglicher Art abseits von Corona, sodass es ein bisschen allgemeingültiger werden kann und auch noch über diese Zeit jetzt hinweg vielleicht nutzbar ist.
wir werden halt ein Live-Training anbieten ab März nächsten Jahres, 3x3 Tage, höchstwahrscheinlich in Nürnberg, Leipzig, Halle und Berlin. Also Leipzig/Halle, das ist immer noch nicht ganz klar. Und ja, und in der Zwischenzeit laufen ja schon ganz viele Dinge. Also es gibt ja Leute, die damit jetzt schon am Arbeiten sind und ihre Bezugsgruppen, auch die realen, schon gefunden haben oder gerade etablieren. Und ja, und unsere TrainerInnen, die werden dazu Angebote weiterhin machen, wo es halt darum geht, spezifische Gruppenbedürfnisse aufzunehmen und mit CAT als Idee, sage ich auch nochmal, weiterzuarbeiten. Also es ist auch von unserem Ansatz her, dass wir sagen, gut, ihr habt jetzt vielleicht die Methoden und vor allen Dingen, was wichtig ist, die Haltung. Und damit gestaltet ihr dann die Trainings eurer Art und Weise angemessen so, ne? Und das andere wären halt die BeraterInnen, die halt auch dabei gewesen sind in diesen Prozessen jetzt, also die wir schon ausgebildet haben, die genauso, denke ich, anfangen werden jetzt, ja, Gruppen zu begleiten, ne, Lena, nächste Woche, die politisch tätig sind und sie auch mit diesem CAT-Hintergrund ein Stück weit da zu beraten. Also das wird, das passiert schon. Ja, super. Dann vielen Dank für das Gespräch und ja, ich bin gespannt, die nächsten Schritte auch so mitzubekommen und ja, vielleicht ergibt sich ja auch mal eine Zusammenarbeit in irgendeiner Form. Mhm. Vielen Dank für die Möglichkeit, das hier vorzustellen. Ja, danke für das Gespräch. Ja, danke. Hat Spaß gemacht.